Are you ready for rock? Yeah, Metal Health Singer. Wir werden mal die Demo hier ein wenig antesten. Ich habe schon mal reingeschnuppert und habe so ein bisschen, geguckt, ob mein Ton hinhaut. Und ich war auch schon bis zum Boss gewesen und das macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, ich verkacke es nicht. Das ist ja immer so eine Sache mit dem Aufnehmen. Wenn man für sich spielt, ist man gut. Da ist man der Beste. Sobald man auf Aufnahme drückt. Bruder, du Kacknoob. Yo. So, lass spielen. So, Levelauswahl. Stygia oder Tutorial? Du warst zuvor schon in der Hölle und bist zurückgekehrt. Wie möchtest du nun also diesen Spieldurchlauf angehen? Wie wäre es mit etwas sofortige Action in den Ruinen von Stygia? Oder möchtest du zuerst deine Fähigkeiten im Tutorial aufpolieren? Lass mal gleich loslegen. Wir gehen direkt in die Hölle. Wir gehen direkt in die Hölle. Alles andere ist Kinderkram. Verdammt, ich weiß nicht mehr, wie was war. Doch, ich weiß es noch. So, Hölle betreten. Das Spiel ist ein... I remember this place like it was yesterday. Wish I didn't. Das ist ein Rhythmusspiel. Ein Rhythmus-Shooter, Kampf-Action, irgendwas. Du kannst hier schießen. Und zwar immer, da ist der Takt in der Dings hier in der Mitte. Und dann musst du immer... Und du hast doch ein Schwert. Das ist immer das Schwert. Das macht richtig Laune. Was knallt denn hier schon wieder die ganze Zeit? Der Kater guckt doch schon. So, wir kriegen erstmal Schroti. Aber die finde ich nicht so besonders. Aber wir könnt ja mal ausprobieren. Ah, jetzt zeigt den Takt verloren. Du musst nämlich dann noch den rechten Stick rin tüdeln. So, ich mach mal den hier. Und dann kriegst du nämlich Heilung. Jawohl, so was dat. So, ihr seht, wie das Spiel funktioniert. Jawohl. Ich muss sagen, dieses Spielprinzip gefällt mir wunderbar. Jawohl. Oh, das läuft besser als vorhin. Jawohl, Alter, es läuft! Und wenn du da oben die 16 Punkte erreichst, dann fängt er an zu singen. Jawohl. Jawohl, Alter, es läuft! So Alter, das ist ja ein Spiel genau für mich gemacht, Alter. Ich liebe ja das. Das macht Laune, das macht richtige Laune. Oder war ich zu früh? Oder war ich aus dem Takt, glaube ich. Manchmal kommt man nur raus, muss ich sagen. Manchmal kommt man nur raus. Zorn gestiegen!
Chaos Crystal nearby somewhere. Irgendwie passt dieser ganze Sound dazu, Alter. Das ist so richtig. Behemoth came crashing down. Nightmare City. Das ist hier so eine Art Boss. Oh, ich muss ja laden. Halt, Schwert! Naja, gut, gut, gut. Heilung, Heilung. Oh, da war ich so früh. Oh, da war ich raus. Na los! Aber das Spielprinzip gefällt mir wunderbar. Spielt ihr die ganze mit dem Controller? Falls einer fragt. Schmeißen wir mal ein bisschen schneller raus. Da gibt es aber eine Stelle, die einfach nicht zu dem Dings passt. Der hört einfach auf. Vor allen Dingen, wenn du hier fast tot bist, ja, die dumpfe Musik. Ich bin raus. Scheiße. Ja, jetzt hast du hier 300 Punkte und du musst eine Opfergabe geben, damit du wiederbeleben kannst. Das kannst du, glaube ich, zweimal machen oder sowas. Ja, man sollte bei den Bossen immer so eine Sache. Die Dinger hier bringen auch. Die Dinger da bringen auch noch Heilung. She saw something. Also ich muss sagen, mit der Musik ist es besser, den Takt zu finden. Imagine it maybe. Weiß ich nicht. Übrigens ist die Demo gerade auf Steam verfügbar und die könnt ihr euch da einfach mal gönnen. Ausprobieren. Das macht doch. We're in Dandone's best job, but she get it next time. Der Tod steht dir gut. Ich will wenigstens bis zum Boss kommen. Oh, der war kurz davor, wisst ihr? So eine Scheiße. Der war kurz davor! Diejenige mit dem Schlag hier. Mensch, verdammt. Ich bin raus! Die scheiß Gitarren-Solo. Ja.
Okay, da waren wir. Da waren wir gut im Takt gerade. Wo muss ich denn jetzt hin? Na, bei dem kriege ich hier irgendwie den Takt nicht richtig rausgehört. Bei der Musik so, dieser Oh ja, Heilung ist gut. Gegen die ist wirklich schwer, Tutor. Oh, das ist jetzt kaputt immer. Ach ja, du hast ja diese ollen Dinger hier, die... Sagt, was ihr wollt, das macht Laune! Ich krieg den Takt neben bei der Musik hier. Leute, macht keinen Scheiß! Coming all right. The chaos ain't quiet. Kommen wir mal schnell die Heilung, wa? Also wenn die Musik schneller geht. Ach so, wir haben hier noch dieser gelbe Balken, der da unten noch ist, den kann ich mit LT auslösen. Muss ich mal machen. Muss ich mal gleich machen, nicht? Warte mal. Dann hast du ja nämlich schnellere. Dann kannst du ja nämlich schneller takten irgendwie. So, Heilung ist immer gut. Oh, hier bin ich auch letztens. Hier bin ich im ersten Durchlauf auch gestorben. Jawohl. Aber ich dachte, der ist fertig mit Laden. Raus. Okay, der hat noch einen. Oh, er lädt. Scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Die Musik kommt, die Musik setzt ein und du hast sofort den... Bin ich raus hier. Los, lad schneller nach.
Oh, oh, oh. Jawoll. Okay, brauchen wir hier irgendwo Heilung? Oh ja. Jawoll, so sieht aus. Judge's second aspect. Oh, wir kommen doch noch zur Richterin. Jetzt kommt der Boss. Mal sehen, ob noch mal ruckelt. Ich musste noch mal runterstellen auf 1920. Also auf 1080. Und ich habe auf normal... Alter, wir haben 452.000 Punkte. Wenn wir jetzt sterben, dann sterben wir. Ja, das wisst ihr. Dann sind wir tot. Aber vielleicht starte ich den normalen Durchlauf. Jawohl. Warum? Okay, wenn raus, aber nicht raus. Ach, diese Denarelade ist scheiße. Oh, ich brauche Heilung. Perfekt. Rise, condemned souls. Jetzt kommen die Gegner. Fuck. Oh, ich bin gleich tot. Ja, der war perfekt! Der war perfekt! So, wo ist die? Wo ist die Richterin? Da. Ich brauche Heilung, ja. Tududu. Nein, oh. Wer hängt denn hier noch dran? Ne? Hä? Behold the face of infernal justice. Oh. So, oh, ich bin nicht im Takt. Hilfe. Jawohl.
Ach, du bist immer so schnell raus hier, wenn du nachladen musst. Okay, ich bin wieder drin. Okay. Burn, Denzel! Was, Burn, Denzel? Was hab ich denn damit? Ich bin die Denzel. Du verwechselst mich! Look not for ways to intervene. I am unshakable. Okay, okay, wir sind da drin. Läuft doch super. I alone control infernal destiny. Ich muss nachladen. Jawohl, Alter! Jawohl! Alter! Ich würde ja sagen First Try, aber nee, ich hatte schon einen Versuch. Geil, Alter! Jawoll! Rock'n'Roll! Rock'n'Fucking-Roll! Oh. Alter, ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Muss ich ja mal zugeben, wa? Sicherlich war das jetzt das Erste hier und wir sind auf Platz 110, 1800 noch irgendwas. Geil. Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Spielen. Wir hoffen, dass dir unsere Demo von Metal Hellsinger gut gefallen hat. Die Komplettversion des Spiels kannst du unten kaufen. Heißt doch noch ja nicht raus, oder? Oder ist die schon raus? Freunde der Sonne, ich weiß noch nicht, ob ich... Vielleicht hole ich mir das ja, weil das macht schon irgendwie Laune. Das macht richtig Laune. Das Bild sieht ja mal ultra krass aus, oder? Ich mach mal davon einen Screenshot. Vielleicht nehme ich das als Hintergrundbild. Ja, Freunde der Sonne. Das sollte hier auch gewesen sein. Ihr habt jetzt die Demo gesehen. Ladet bei Steam runter. Wenn ihr Bock drauf habt, probiert es aus. Also ich muss sagen, das macht richtig Laune. Und wenn du bist ja immer in diesen Takt drinne. Das Schlimme ist halt, wenn diese Musik weg ist, dann komm ich ruckzuck raus. Also muss ich sagen, da bin ich ruckzuck raus. Das geht, glaube ich, nicht auf die Drums, möchte ich sagen. Und du hast doch zwischendurch, was ich ein bisschen scheiße finde, weil du kannst ja diese Ding, 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 das ist ja monoton. Und du musst mal, ich weiß nicht, wenn ihr das Video euch nochmal anguckt, achtet mal auf diese Pfeile, die dann immer Ding, 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 Ding. Ab einer bestimmten Zeit fehlt ihnen so ein Ding, weißt du? Also da ist ein Ding zu wenig. Wo du denkst denn so weiter? Ja, das ist schon, also du musst ja hier zusehen, dass du den Gegner anvisierst. Du musst auf den Takt hören und auf das Visuelle. Ich weiß nicht, wie schwer das denn noch später wird, ob das Visuelle da auch noch mehr, ich sag mal, also wenn du jetzt nur auf diesen Takt hörst, dann ist es halt diese Ding, 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 Ding. Aber wenn dazwischen so ein Ding fehlt, dann hast du ja Ding, 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 wisst ihr? Und du machst aber trotzdem immer weiter und dann kommst du raus. Und dann stimmt schon wieder dann kommt irgendwas und dann funktioniert es nicht. Also das ist schon heftig. Und ich muss sagen, die Entwickler haben da richtig, die haben sich da,
das ist mal irgendwie eine geile Art und Weise. Also das ist wirklich top. Gut. Freunde der Sonne, knapp eine halbe Stunde haben wir jetzt gebraucht. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Reicht für das Anspielen. Und ja. Mal kicken, ob ich vielleicht irgendwann die Vollversion hole und dann doch ein Let's Play vielleicht draus mache. Könnte man machen, aber dann, wenn das wieder nachher schwerer wird, dann ist das scheiße. Juti, Freunde, könnt ihr mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr dieses Spielprinzip findet. Ich finde, wie gesagt, ich finde das cool. Das ist irgendwie was Erfrischendes. Jetzt eine Runde Doom. Tudelü. Oh.